Ho, 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 ihr Lieben, und herzlich willkommen zu einem neuen Adventskalender-Unboxing von mir. Mein Name ist Santa Claudi und ich begrüße dich ganz, ganz herzlich in meiner Welt. Heute schauen wir uns mal die vegane Variante von dem DM Bio Adventskalender an. Und wenn du Bock drauf hast, dann hol dir was zu essen, hol dir was zu trinken, lehn dich zurück, genieße die Show und viel Spaß mit dem Video. Der Kläppchen-Adventskalender sieht sehr, sehr hübsch aus. Also ich mag das Design richtig gerne leiden. Der kostet 19,95 €. Ist günstig, aber ich denke auch, dass wir hier, was das Preis-Leistungs-Verhältnis angeht, ein kleines Problem bekommen könnten. Es kommt immer auf die Größe an der Produkte, die hier drin sind. Ne? Ich rechne das immer aus. Das ist dann manchmal ein bisschen hart, ne? Weil hier meistens etwas kleinere Größen drin sind und das dann runtergerechnet ist ein bisschen krass. Trotzdem mache ich das bei allen Adventskalendern, also auch mit diesem Schätzelein. Wir starten dann mal den 1. Dezember mit Zimtmandeln. Das hört sich sehr, sehr lecker an, umhüllt von heller Schokolade. 15 Gramm sind hier drin und die Produkte, die in diesem Adventskalender drin enthalten sind, esse ich entweder sowieso was, einfach so naschen, ne? Oder, ganz geiler Tipp, einfach ins Müsli reinmachen. Oh, kann so lecker werden. Am 2. Dezember haben wir etwas, was natürlich sehr weihnachtlich ist, weil Orange ist natürlich voll das Ding an Weihnachten. Mag ich persönlich nicht so gerne in Kombination mit Schoki, aber wir haben hier Orangen in Zartbitterschokolade drin, 15 Gramm. Auch das wunderschönes Design wieder. Also ich mag es, dass die halt bei den Tütchen auch ein entsprechendes Design gewählt haben. Und jo, passt definitiv, ne? Kann man machen, aber ist wie gesagt nicht ganz so mein Geschmack. Selbstverständlich auch mit dabei ist die Nummer 3 und da haben wir einen Früchtemix mit Sojabohnen mit 15 Gramm drin enthalten. Ja, sowas hört sich sehr, sehr lecker für mich an. Definitiv ein Topping für einen Joghurt oder für ein Müsli oder so. Es ist schon schön. In der goldenen Mitte, nämlich hier, haben wir die Nummer 4. Auch wieder 15 Gramm. Cashews geröstet und gesalzen. Perfekt. Sowas snacke ich doch gerne einfach mal ein bisschen zwischendurch. Nüsse sind gesund, geben Power und jo, kann man auf jeden Fall gut gebrauchen. Auch am 5. Dezember erwartet uns ein Cashew-Produkt und zwar Cashews in Zartbitterschokolade. 15 Gramm sind hier auch wieder drin. Ja, das hört sich lecker an, ne? Genau. Eine Handvoll Nüsse. Soll man jeden Tag essen, glaube ich. Zu Nikolaus darf es gerne was Besonderes sein und da geht der Adventskalender auch mit. Und da haben wir 25 Gramm von Erdbeeren umhüllt von heller Schokolade. Das ist dieses Produkt. Und wenn ich teilweise Produkte nicht unbedingt finde online, mache ich dann so einen Circa-Preis. Am 7. Dezember haben wir wieder ein 15 Gramm Produkt, Maulbeer Cranberry Aronia Mix. Das hört sich doch schon mal sehr, sehr Superfood-mäßig an. Machen wir weiter mit der Nummer 8, die darf machen, dass es kracht. Und hier haben wir würzige Mandeln in Tamari-Soße drin. Hört sich interessant an. Und schaut einmal so aus. Ja, also ein bisschen was Würziges mit dabei zwischendrin ist auch ganz lecker. Und das kann man dann auch so snacken. Oh, schön. In der Nummer 9 dürfen wir uns über Haselnüsse in heller Schokolade mit Lebkuchengewürz freuen. Auch hier wieder 15 Gramm drin enthalten. Definitiv ein Produkt, was ich auch in einem Adventskalender erwarte. Und guck mal, hier haben wir ein besonderes. Hier haben wir ein Lebkuchenmännchen mit bei. Wahrscheinlich wegen dem Lebkuchengewürz, ne? Das ist schon süß. In der Nummer 10 darf es mit Cranberries in Zartbitterschokolade weitergehen. Ich glaube, 15 Gramm ist hier echt die Standardgröße vom Adventskalender. Ja, schaut sehr, sehr ansprechend aus. Und auch wenn ich nicht so gerne Obst mit Schokolade mag, glaube ich, dass das eine ganz gute Geschichte sein wird. Manchmal mag ich das nämlich schon. Also ich weiß nicht warum, aber so bei Cranberries mag ich das tatsächlich, wenn da auch Schokolade mit drumherum ist. Zur ersten Schnapszahl am 11. Dezember geht es mit Mangostücken getrocknet weiter. Auch hier die klassischen 15 Gramm drin. Und das ist definitiv etwas, was ich mir übers Müsli gebe. Interessant, die Nummer 12 enthält Mandeln mit Tomate-Kräuterwürzung. 15 Gramm, sehr interessant, ne? Ja. Aber man hat hier echt allerhand Mandeln und sowas, die man und Cashews, die man so zwischendurch mal snacken kann. Und das finde ich auch ganz praktisch. Und genauso geht es auch am 13. Dezember weiter. Und zwar sind das Mandeln umhüllt von Zartbitterschokolade mit Salz und Karamell. 15 Gramm. Ja, das ist wirklich voll mein Vibe. Lecker. Am 14. Dezember bekommen wir wieder etwas, was ich mir gerne über mein Müsli mache. Schokofruchtmix, 15 Gramm haben wir hier drin. Ja, hört sich lecker an. Wird auch sehr wahrscheinlich sehr lecker sein. Ach guck, zum 15. Dezember dürfen wir uns ein paar Apfelwürfel gönnen. Die sind getrocknet. 15 Gramm sind hier drin. Das ist auch etwas, was ich dann eher so übers Müsli geben würde. Also im Prinzip, ne, viele Produkte, die du so snacken kannst, aber die andere Hälfte der Produkte, würde ich fast schon sagen, sind dafür geeignet, um sie irgendwo mit zu kombinieren.
Würzige Kürbiskerne gibt es jetzt am 16. Dezember. Das sind auch wieder 15 Gramm drin. So, Kürbiskerne sind auch super, super gesund. Und das ist auch in meinem Müsli, was ich mir normalerweise esse, auch eigentlich sowieso schon drin enthalten. Aber die hier sind ja würzig. Das wird dann auch ein bisschen weihnachtlich werden, hoffe ich. Eine Woche vor Heiligabend gibt es am 17. Dezember Kaffeebohnen in Zartbitterschokolade, 15 Gramm. Ich liebe Kaffee, aber ich glaube, das hier wird nicht unbedingt was für mich sein. Müssen wir mal gucken. Herzlich willkommen in der Weihnachtswoche. Am 18. Dezember bekommen wir Beeren, umhüllt von zweierlei Schokolade und Zartbitterschokolade. Auch hier wieder 15 Gramm drin. Ich meine, dass wir sowas letztes Jahr auch drin hatten und das fand ich super lecker. Am 19. Dezember haben wir auch wieder Beeren drin. Okay, das ist jetzt ein bisschen eintönig. Das hier ist jetzt aber nur mit Zartbitterschokolade und da sind 15 Gramm drin. Aber ich werde es trotzdem sehr, sehr gerne mögen. Am 19. Dezember gibt es jetzt wieder etwas zum Snacken. Und zwar Cashews mit Curry-Kokoswürzung, 15 Gramm. Ich weiß nicht, ob ich das mögen werde, aber es ist ja nur eine Handvoll. Ne? Das kann man auf jeden Fall dann mal so wegsnacken, hoffe ich. Weil eigentlich bin ich nicht so der Ultra-Curry-Fan. Die Nummer 22 hingegen feiere ich richtig hart. Himbeeren umhüllt von weißer Bärenschokolade, mega krass. 15 Gramm sind hier drin, leider nur 15 Gramm. Aber ich mag irgendwie, wenn weiße Schokolade irgendwo drum ist, ist es voll meins. Bei dunkler oder Vollmilchschokolade bin ich nicht ganz so intuit. Die Nummer 22 bringt uns jetzt so ein bisschen in Endspurtstimmung mit dem Nussproteinmix Mediterran. 15 Gramm sind hier drin. Ja, Nüsse sind voll gut. Mag ich gerne. Einen Tag vor Heiligabend dürfen wir uns noch ein paar Kürbiskerne gönnen und diese sind umhüllt von weißer Schokolade. 15 Gramm, voll mein Vibe, mag ich gerne leiden, wird sehr schnell gegessen. Sehr passend, denn zu Heiligabend erhalten wir gebrannte Mandeln. 25 Gramm feiere ich sehr. Leider nur 25 Gramm. Ich liebe gebrannte Mandeln. Und die aus dem Adventskalender hatten wir, glaube ich, letztes Jahr auch in dem DM Bio oder so. Finde ich ultra lecker. Ja, kommen wir mal zum Fazit. Ich zweifle hart, dass wir die 19,95, die der Adventskalender kostet, wirklich erreichen. Das glaube ich nicht. Aber wir haben halt einfach eine schöne Anregung. Man kann auch ein paar Produkte aus dem Sortiment probieren und sich dem Ganzen einfach ein bisschen mehr annähern. Ich weiß nicht, wie ich das sagen soll. Ob er sich lohnt, nicht unbedingt. Ne? Also da kannst du dir besser vielleicht ein, zwei Packungen von dem, was du richtig geil findest, direkt bei DM bestellen oder kaufen. Aber man hat hier eine schöne Vielfalt. Das auf jeden Fall. Du hast hier relativ viele von diesen Cashew-Dingern mit dabei und relativ viele von den Mandeldingern. Aber ansonsten, also ich werde da sehr viel von selber essen. Ne? Also für mich ist es eine ganz gute Sache, hätte mir den privat aber nicht gekauft, bin ich ehrlich. Das wäre jetzt nicht so mein Vibe gewesen, wenn ich mir vorher angeguckt hätte, zum Beispiel ein YouTube-Video, was da so drin ist. Aber schreibt mir gerne in die Kommentare, wie ihr das so seht. Ne? Also das ist jetzt so eigentlich nur einfach meine Meinung, die ich ja in den Unboxings dann auch so euch mitteile. Wird lecker werden, den Adventskalender zu vernichten, aber so richtig empfehlen würde ich den jetzt ehrlich gesagt nicht unbedingt. Ja, ihr Lieben, das wäre es jetzt hier von mir gewesen. Wenn es dir gefallen hat, wenn Däumchen, dann Träumchen. Ansonsten wünsche ich dir einen wunderschönen Tag, einen wunderschönen Abend. Fühl dich ganz doll gedrückt von mir. Lass es dir gut gehen und hoffentlich bis zum nächsten Mal. Ciao.